Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, wir haben schon lange kein Filet gemacht, holen wir heute nach. Wir machen ein leckeres Kräuterfilet. Wir waren am Überlegen, machen wir es drinnen im Ofen oder draußen auf dem Grill. Ja, es ist ein bisschen windig draußen, auch ein bisschen frisch. Deswegen haben wir uns entschieden, das doch im Ofen zu machen. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hier nun unsere Zutaten für unser Filet. Ein Schweinefilet, 4 Knoblauchzehen, frische Kräuter wie Rosmarin, Thymian und Salbei. Senfkörner, die werden wir nachher noch mit Mörser pulverisieren. Kartoffeln kommen als Beilage dazu, Olivenöl, Salz, Pfeffer und hinterher Fleur de Sel. Ihr Lieben, einen halben Teelöffel Senfsaat und ein Teelöffel Pfefferkörner. Das Ganze sollte gemörsert werden, irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Jetzt habe ich eine elektrische Mühle genommen. So sieht das Ergebnis aus. 2 klein gehackte Knoblauchzehen und das Ergebnis unserer Schredderaktion. Das Ganze werde ich mischen und damit wird dann unser Schweinefilet einmassiert. So sieht nun unser eingeriebenes Schweinefilet aus. Von allen Seiten haben wir die Knoblauch-Senfkörner-Pfefferkörner-Mischung verteilt. Das gute Stück wandert nun in die Pfanne. Wir haben Öl erhitzt und da wird es jetzt nun 2-3 Minuten scharf angebraten von jeder Seite. Nun kommt unser Filet in die Pfanne. Das wird jetzt rundherum scharf angebraten. Ja, so 2-3 Minuten. Und ich denke, dann sehen wir uns wieder. Ja, wenn es ab in den Backofen geht, denke ich mal. Ne? Mhm. Bis gleich. So, unsere Kartoffeln hatte ich schon mal für 10 Minuten im Backofen. Ich werde jetzt hier so ein bisschen unser, wie nennt man das? Unsere Kräuter. Genau. Ja. Die werde ich jetzt runterwaschen. Warte noch, ich brauche mal ein Messer. Ja, noch mehr Knoblauch. Ja, also ich mache seit Wochen Homeoffice, da kann es nicht stören und deine Kollegen müssen drüber hinwegsehen oder du musst dir morgen einen Job draußen suchen. Ja, die riechen eh nichts. Meinst du? So, darauf bette ich unser Schweinefilet. So, ein bisschen Knoblauch noch hier drauf. Wir haben ja nicht genug. Nee. Das sind übrigens Kräuter jetzt. Nur weil ich wieder nicht auf das Wort kam. Ja, es kann passieren. Genau. Deswegen unterstütze ich ja auch. Genau, so. Thymian, Rosmarin, Salbei. So. So. Das Ganze geht in den Backofen für eine halbe Stunde bei 160 Grad Umluft. So, unser Filet hat jetzt eine Kerntemperatur von 65 Grad. Ich gebe über unsere Wedges noch so ein bisschen Salzflocken. Ich denke, du kannst über den Braten oder übers Filet auch noch welche tun. Ja, dann werde ich das tun. Die Kräuter werden wir natürlich nachher vorm Anschnitt entfernen. Wir lassen ihn jetzt noch 1-2 Minuten ziehen. Ja, und dann denke ich, kann gegessen werden. Genau.
Ja, kurzes Fazit. Wer frische Kräuter mag, mag auch dieses Filet. Ihr könnt mit den Kräutern variieren, wie ihr möchtet. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Über jedes Abo freuen wir uns natürlich. Und noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Schönen Restsonntag noch und bleibt gesund. Tschüss. Kühnes Kochkanal.